Hallo zusammen, ich bin Evgen Sokolowski von Classic Remise Düsseldorf und wir sind heute mit meinem Lieblingsthema Mercedes SLR. Ich habe hier fast alle Versionen und alle Modelle gesammelt. Ja? Fehlt nur eins. Da sage ich euch später, welche genau ist. Die erste steht Modell von 2004, 2005, ganz normale SLR, welche sind uns bekannt. Das ist Farbkombination Silber mit roter Innenausstattung. Das, was oft sehen wir auf der Straße damals und das, was oft sehen wir auf dem Markt. Im November 2003, ich habe erste in meinem Leben Supercars gekauft für meine Kunden und das genau war ein neues Modell von SLR. Damals, das Auto war nicht einfach zu bekommen und damals schon, die Preise war mit Listenpreis 470.000, du musst schon 150.000 Euro über Liste bezahlen. Das ist natürlich Geschichte von Formula 1 mit Mercedes und McLaren. Damals McLaren und Mercedes hat Zusammenarbeit bei Formula 1 und dann kommt Projekt Mercedes-McLaren SLR zu bauen. Alle Autos von Mercedes SLR waren gebaut in England. Insgesamt Mercedes wollte 3.500 Stück produzieren, aber hat gemacht nur 2.157 Stück. Das haben wir ganz normale SLR Coupé mit 625 PS, 5,4 Kompressormotor. Dann kommt als Roadster-Modell. Dann später kommt auf den Markt 722 als Coupé. 722 hat über 300 Änderungen bekommen von normaler SLR. Von optisch ganz leicht zu sehen, die hat Frontlippe aus Carbon. Spezielle Design von Felge, größere Bremse, Fahrzeug ein bisschen tiefer gelegt, hat andere Fahrwerk bekommen und 25 PS mehr Motorleistung. Dann kommt 722 als Roadster, heißt 722S. Das waren nur 150 Stück gebaut. Die Standardfarbe von 722, das war genau diese Grau-Metallic-Farbe. Es gibt viele Fahrzeuge in Sonderlackierung gebaut. Zum Beispiel das eine einzige Fahrzeug, welches im Schwarz-Matt bestellt. Ich habe auch gesehen, Grün-Metallic oder Rot-Metallic, das macht natürlich für Fahrzeug noch bessere und stabile Wert, weil Fahrzeug im Sonderlackierung und schwer zu bekommen. Und natürlich zum Ende war nur 75 Stück gebaut, offiziell 75 Stück. Es gibt so 77 Stück Zahl, Stelling muss. Aber das ist absolut Artobjekt und absolut Kunst von Mercedes. Ja, ich bin zurück zum SLR 722. Mir persönlich gefällt am besten, weil das Fahrzeug, welches kannst du gut noch auf der Straße fahren, ja, hat super sportlichen Charakter, super sportliches Design. Viel bessere Bremsen als normale SLR. Aber Preis natürlich liegt deutlich teuer als normale. Die für 722, du musst von 200 bis 300.000 mehr bezahlen. Und Innenausstattung gefällt mir auch besser, weil viel Alcantara, viel so sportliche Design, Lenkrad und alles sieht viel, viel besser aus als im normalen SLR. Was ist wichtig bei SLR? Bei SLR wichtig natürlich Historie, ob das europäische Fahrzeug, ob das deutsche Fahrzeug oder USA-Fahrzeug, weil damals Dollar war sehr schwach und im 2005, 6, 7 viele Fahrzeuge aus USA war wieder zurück nach Europa importiert und weil bei diesem Kurs damals war Kurs 1,36 als 4, ja, und natürlich, wenn ein Fahrzeug 400.000 Dollar kostet in Amerika, dann in Europa ist deutlich günstiger wegen nur Kurs und natürlich sehr wichtig Historie und erste Auslieferung von Fahrzeug. Zweite, sehr wichtig, Wartungshistorie, weil damals haben wir nur in Deutschland, wir haben nur zwei SLR-Center, eine in Berlin, eine in Köln. Und Fahrzeug immer zum Service bringen, natürlich kostet Geld für Besitzer. Ja, viele Fahrzeuge sehr lange Zeit gestanden im Sammlungen, ohne Bewegungen. Das war auch große Probleme mit Benzinpumpe. Wenn Tank ist zu leer und trocken ist, dann Benzinpumpe geht zu.
heute Benzinpumpe nicht lieferbar, obwohl zwei Benzinpumpe kostet bei Mercedes fast 10.000 Euro. Sehr schwer Teile zu bekommen. Muss man immer aufpassen, muss man immer gucken, wie Fahrzeug gefleckt ist. Großer Service mit Zündkerzenwechseln kostet bei Mercedes 19.000, weil da muss Motor raus. Und SLR hat natürlich 2012, 13, 14 ganz tief Preise gehabt, wo Preise fast runtergefallen bis 130.000, 140.000 Euro in Deutschland. Und danach langsam geht wieder nach oben. Heute ein guter SLR, Standard-SLR mit weniger Kilometer unter 10.000. Preise liegt bei 400.000 und Fahrzeuge mit großem Kilometerstand liegt ab 280, 90 und weiter. Das liegt natürlich vom Zustand, ob das Fahrzeug unfallfrei ist und wie habe ich schon gesagt, ob das hat sauberes Serviceheft. 722 als Roadster. Bisschen teurer als Coupé. Die liegt Preise von 470.000, 500.000 bis 1 Million. Ja, es gibt Autos, welche hat ganz weniger auf Tacho Kilometerstand und die ist richtig deutlich teuer. Ja. Ich habe gesehen Autos, welche war über 1 Million verkauft. Es gibt auch 20 Stück gebaut Rennversion 722 GT, aber das Auto nur für Rennstrecken. Das ganz, ganz seltene, das sehe ich auch sehr interessant für Sammler, sehr interessant für Leute, welche versteht und gefällt dem SLR, aber ganz, ganz selten, ganz schwer zu bekommen. Schwer als Stirling Moss. Stirling Moss haben wir auch hier. Wie habe ich schon gesagt, für mich das absolut Art, absolut top. Fahrzeugtechnisch absolut gleiche wie 722, aber mit anderer Karosse. Ja. Und das Auto extrem teurer geworden. Der Listenpreis liegt bei 950.000. Heute aktuelle Preise auf dem Markt deutlich über 3 Millionen. Aber für mich das Auto natürlich hat voll historische Verbindung mit 300er Silver Arrow. Damals mit Stirling Moss Fahrzeug und für mich das ist das beste Fahrzeug, was in dieser Kategorie, wenn vergleichen wir mit Ferrari Monza, Monza 1, Monza 2 oder McLaren Elva, SLR für mich bleibt Nummer 1. Obwohl ich mag sehr Ferrari und sage ich ja, Monza ist auch das Technik mit V12 Motor. Extrem gut, extrem super, aber das Auto hat mir mehr Geschichte, mehr Seele für mich. Natürlich alle Besitzer von SLR, das ist auch eine Sache, das ist wie ein Ticket für Mille Migli. Wenn hast du ein SLR, du darfst Mille Migli mitfahren als SLR-Besitzer, als SLR-Club. Ich sehe im SLR sehr großes Potenzial, weil für mich das ist echt moderne Flügeltür, moderne 300er SL. Aber wahrscheinlich brauchen wir noch ein bisschen Zeit, bis dieser Punkt kommt und Leute verstehen das Auto. Ja? Im Moment, wir sind schon ein bisschen nach oben gegangen, aber nicht so deutlich wie muss sein. Weil das Auto von Technologie, von Engineering, von Geschichte echt ist super, ja. Das Vollcarbon Monocoque-Karosse, ja. Die gebaut bei McLaren in England mit super Motor, mit super Leistung, 650 PS, mit 1000 Newtonmeter. Deswegen, ich hoffe, kommt Zeit, wo Leute sagen, ja, SLR ist geil, SLR macht Spaß, ich will SLR haben. Wir machen noch ein Video, wenn Wetter ist gut, weil wir sind jetzt im Winter, wenn gutes Wetter draußen, dann machen wir auf jeden Fall Testdrive mit Stirling Moss und machen wir Testdrive auf jeden Fall mit 722, mit normaler SLR, weil ich mag das Auto. Wir machen pro Modell jeden einzelnen Bericht, das kommt in Zukunft. Heute, ich wollte nur einmal präsentieren alle SLR, welche haben wir hier im Remise. Fehlt noch zwei. Im Moment haben wir 9 Stück hier. Fehlt noch, steht im Glasbox noch SLR Stirling Moss in weißer Farbe, welche nur 5 Stück gebaut. Und steht noch ein normaler SLR Roadster auf Fläche, die war heute ein bisschen schwer rausholen. Deswegen haben wir gesagt, okay, lassen wir, ich glaube, diese 7 Stück, was steht hier, schon genug, ja, was zeigen. Deswegen freue ich mich auf unsere SLR-Sammlung hier. Vielleicht nach 20 Jahren, das wird für mich so historische Foto, wo ich bin mit diesen alle Autos im einen Standort und macht natürlich mehr Spaß. Wollte ich auch sagen, zum Beispiel die Stirling Moss. Ich sehe das Auto sehr großes Potenzial in Zukunft, weil
Wenn vergleichen wir wie mit Mercedes CLK GTR oder wahrscheinlich wie neue Modell gebaut Project One, SLR Stirling Moss hat noch viel Potenzial nach oben von Preis, weil das echt ein Kunst. Und zum Beispiel weißer Stirling Moss, was steht bei uns im Glasbox, der ist 1 Million teurer nur wegen Farbe, weil weiß ist. Ich zeige euch drei Highlights. Erste Highlights, ich mache Motorhaube auf, wir gucken Motor. Wir sehen, ja, das ist Frontachse. Wie Motor steht sehr weit von Achse. Das heißt, das ist schon Mittelmotor. Ja? Das ist genauso wie, gucken wir DTM-Fahrzeuge von 2003, 2005. Genauso Motorposition steht ganz, ganz weit nach hinten. Deswegen Wartung mit Zündkerzenwechsel kostet 19.000 bei Mercedes, weil du musst Motor raus. Weil es nicht einfach bei letzter Zylinder Kerzen zu wechseln. Ich mache Motorhaube zu. Zweite Highlight, Airbrake. Airbrake, das bedeutet bei Bremsen, bei dir kommt Spoiler raus. Ich zeige euch. So, Bremsen. Und dritte Highlight, Soundcheck bei Stirling Moss. Wir sind fertig. Ich habe euch präsentiert unsere SLR-Sammlung. Bis nächste Video. Im nächsten Video zeige ich euch jedes einzelne Modell separat. SLR 722 als Roster, wenn Wetter gut ist, Stirling Moss als Fahrzeug, wenn Wetter gut ist, mit Test Drive und normale SLR natürlich auch. Ciao, ciao.